Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ja, genau. Ich schaue erstmal, was wir heute erforschen. By the way, was ich letzte Folge vergessen habe, das ist mir jetzt gerade kurz nach der Folge eingefallen. Ich habe Discord und habe den jetzt auch mal unten in den Videos verlinkt. Ich habe rückwirkend einige verlinkt, aber nicht alle. Weil, oh nö. Oh nö. Also, schaut mal in die Beschreibung rein, in den Kanal, hier in Videobeschreibung. Discord, ja, also, schaut doch mal vorbei. Genau. Der Discord ist, by the way, noch im Aufbau, also nicht wundern, wenn da sich noch ein paar Sachen ändern, aber ja. Wenn ihr das Video natürlich erst in 3 Jahren schaut, dann hat sich das wahrscheinlich erledigt mit dem Ändern, aber ja. Magic Mushroom Farm. Okay, können wir nicht machen. Ja, dann machen wir einfach das hier. Was soll's. Papier. Papier haben wir auch für irgendwas gebraucht. Da fragt mich nicht für was. Ich kann natürlich alles quick bilden hier. Vor allem die Straßen. Ich bin immer noch versucht, die Straßen quick zu bilden. Einfach 68.000 Geld. Also Münzen. Was für, keine Ahnung, Coins. Ist die Währung, I guess. Ja. Oh, Downgrade. Ja, okay, gut. Okay, wie viel genau haben wir eigentlich an Wein? Tier 2 Luxury. Die Grapes haben wir gar nicht. Ah doch, wir haben... Holy shit, wir haben 3400 Grapes. Nö, wir haben nicht viele Grapes. Blöd ist, die Binary ist halt shit eigentlich oben. Weiß nicht, ob die... Ah, der Coffee Roaster... Ja. Hat kein Kaffee, ne? Nehmen wir mal die Fishing Lodge mit. Okay, das ist nice. Wir haben actually zu viel... Ja, wir haben actually gerade, merke ich selber, nicht nur Häuser. Aber das ist auch, weil der hier zum Beispiel ist downgraded. Habe ich gerade gesehen. Tulpen sind hier 1 und es ist sehr gut, dass die hier ankommen. Ich sollte wohl einfach noch 2, 3 Häuser hier bauen. Dass da einfach noch ein paar Leute einziehen können. So, Fishing Lodge. Hier könnten wir doch noch eine bauen. Oder hier vielleicht. Hier würde gehen. 120%. House to far. Oh, okay, weil ich hier keinen... Oh, ich habe keinen Stein, um das zu graden. Okay, ich quickbuilde das mal kurz. Einfach um die Dings zu haben, die Upgrades. Ah, hier haben wir Papier gebraucht. Okay, House to far, das kann ich ändern. Glaube ich mal, zumindest. Wo ich da einfach jetzt hin? Oder da? Oder lieber hier? Ah, ich brauche hier eins hin. War mir gerade ein bisschen unsicher, wo ich das gerne hätte. Na, pass mal auf, ich reiße es nochmal ab. Ich brauche das Ganze hin. Dass es dazwischen drin noch Platz ist, dass ich theoretisch noch ein Lager bauen könnte, wenn ich wollte. Mache ich aber nicht, weil ganz ehrlich, die Warehouses sind so viel besser. Okay, hier. Die müssen halt hier übelst viele Bricks herkarren, die einfach auf der halben anderen Seite der Map sind. Das ist nervig. Und warum produziert das hier Weizen? Das sollte eigentlich, glaube ich, Kartoffeln produzieren. Das hat auch noch kein Delivery Target. Okay, bei dem macht es wahrscheinlich Sinn, das hier hin zu deliveren. Oder, warte mal, ne. Hier. Ja, genau. Hat er die nicht gespeichert? Oder habe ich die noch nie gesetzt hier? Hier. So. Wahrscheinlich habe ich die noch nie gesetzt. Man braucht es auch nicht unbedingt. Oh, Card Removal. Eigentlich soll ich die Karte mitnehmen.
Ich weiß aber nicht, was ich bemühen will. Um ehrlich zu sein. Das brauche ich dann auf jeden Fall nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Das da vielleicht. Ein Fort. Ich weiß nicht, ich brauche vielleicht noch ein Fort irgendwann mal. Gut, ich kann es mir immer noch mit der Wildcard holen, aber... Ich kenne dich ganz, ganz so Sachen raus, die ich auf jeden Fall nie wieder brauche. Oder so selten brauche, dass ich sie sowieso mit der Wildcard benutzen werde. Ja, ich guess ein Fort macht Sinn eigentlich. Oder halt die Embassy. Oder das da. Auf jeden Fall macht das Fort weg. Ja. Es ist nur noch durch Wildcards verfügbar, aber wir haben 12 Wildcards, weil wir es brauchen. Und wir haben noch eine Card Removal. Okay, wir hätten die storen können. Egal. Haus Level 6. Tier 3 Luxusbedürfnis. Bücher. Oh, bessere Kleidung. Jewelry. Okay. Ich habe keine Gems. Schokolade. Oh mein Gott. Toilet Paper. Okay, das ist, dafür gehen wir auf jeden Fall. Toilettenpapier. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Das mache ich einfach mal. Craft a card from paper. Ja, ich nehme das Passion-Buch, damit ich das gleich hier reinpacken kann. Papier. Papermaker. Okay, produziert halt Papier. Ja, Homeless ist nervig. Habe ich eigentlich im Auto-Trade hier noch was drin? Okay, habe ich, aber das tradet. Kann keine Wolle weg, das heißt, ich werde mal aus Auto importiert. Ah. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr Platz dafür. Okay, ich lasse es mal. Vielleicht soll ich davon tatsächlich noch mehr bauen, Trading Companies. Damit ich nicht immer manuell hier traden muss. Okay, wir verkaufen mal. Holy shit. Gold bringt richtig Kohle. Okay, das brauche ich nicht. Ich nehme mal die Wildcards mit. Papier, das ist eine Industrie, oder? Ja. Papier. Ah, okay, must face water. Muss es Ozean oder? Okay, nee, das ist egal. Halt nur ein Papier. Ich da noch jeweils mit mal einen zweiten brauche, weil ich da halt keinen mehr hinkriegen. Schlecht. Die Frage ist, brauche ich jemals so einen zweiten? Na, ich werde niemals einen zweiten Papier machen brauchen, oder? So, und da... Ganz ehrlich, es bietet sich an, es hier hinzubauen. Under Construction. Okay, wir könnten das Quick Build ein bisschen öfter nutzen, aber was ich jetzt mache, ist, die Folge wollte ich es auf jeden Fall machen. Das ist mein Produktionsbonus, 3%. Auf geht's. Klar, das brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Mal schneller jetzt. Bau das mal fertig hier. Ich hoffe, er baut jetzt in dem hier, oder? Natürlich baut er jetzt in dem hier. Wie sieht es hier oben aus? Oh, das Feld ist immer noch nicht fertig. Oh mein Gott. Das wird noch uns irgendwie 2 Jahrzehnte begleiten, habe ich das Gefühl.
Ah, okay, die bauen hier oben Wege. Interessant. Aber okay. Papier. Achso, das war der Forester, der nicht so wirklich 100% effizient ist. Ja, geht so. Okay, die Häuser sind alle hier zwei Luxus. Was Luxusbedürfnis angeht. Also gut versorgt. Das ist halt nur mit Tulpen besorgt, ne? Da ist halt sonst nichts. Ah, okay, doch ist das. Ja, okay, er hat Pottery gekriegt von 2000 Kilometer Entfernung. Okay, es ist natürlich scheiße. Mushrooms Point nicht. Taylor, interessant vielleicht. Ich nehme mal einen Papermaker und guck mal, ob der da hingeht. Aber ich vermute nicht. Ja, wo hier würde noch einer hingehen, aber hier halt nicht. Ja, das ist kacke. Oh, warte mal. Warte mal. Wie kann ich das vielleicht irgendwo hinquetschen? Vielleicht. Irgendwie doch nicht. Na, weil ich hier überall zum Feldern zugeballert habe. Na, was soll's. Golderz haben wir. Wir haben 379 Golderz? Really? Oh mein Gott. Okay, wir lassen es noch ein bisschen produzieren. Schauen wir mal, ob wir da. Ich die Trading Company nehmen sollen. Nochmal eine bauen. Vielleicht ist das vielleicht sinnvoll. Oh, nice. Okay, das bringt mir halt gerade noch nicht viel, weil ich keinen Goldsmelter mehr habe. Könnte ich mir auch eigentlich noch einen bauen. Zweiter Goldsmelter? Ich will produzieren genug Gold dafür. Einfach noch einen zweiten. Warum nicht? Okay, das sehr viel. Obwohl, wenn die da den Sand meinen, was soll's. Das ist zwar ein bisschen arg viel Berg, aber was soll's. Das lohnt sich halt hier gerade nicht. Das ist ganz cool. Das mache ich auf jeden Fall mal. Das mache ich auf jeden Fall. Glasmelter mache ich erstmal noch nicht hier unten, weil es kostet mir zu viel Bricks gerade. Da bin ich picky gerade. Gut, ich kann natürlich jederzeit hier noch einen Papermaker hinmachen. I guess. Vielleicht. Oder auch nicht. Oh, das ist richtig nervig. Okay, ich kann hier noch einen Papermaker hinmachen irgendwo. Hier so. Oh mein Gott, das ist nervig. Okay, es ist richtig nervig zu platzieren. Ne, hier gehen auch keine zwei nebeneinander hin. Was natürlich ein bisschen nervig ist. Könnte ich auch nicht hinbauen. Das kann ich nicht abreißen, oder? Oh doch, das könnte ich abreißen. Aber ich weiß, wie ich das abreißen. Ah, wisst ihr was, ich reiße es mal ab. Ah, okay, ich kann es nicht abreißen. Dachte kurz, ich kann es abreißen. Never mind. Ein Smelter Glassworks. Das brauchen wir alles gerade nicht. Ich sehe gerade halt, ob ich hier noch
Oh, hier könnte ich vielleicht tatsächlich noch eine Papiermine ganz gut hinbauen. Ich weiß halt nicht, ob das so... Ja, why not? Das ist vielleicht die beste Location, die ich hier noch eine bauen kann. Okay, haben wir die Ressourcen ziemlich schnell gehabt, tatsächlich. Sehr interessant. Ich laufe, by the way, die ganze Zeit auf dreifachem Speed, deswegen leckt es, glaube ich, auch ein bisschen, wenn ich so hin und her so husche. Oh, nice. Glasproduktion läuft. Gut, dann würde ich sagen... Ah, ne, komm, wir nehmen die Karten noch mit, die ich verfolge. Zumindest nichts Gescheites, ja. So. Gut, dann schauen wir mal, also Glas produziert, dann schauen wir mal, was das hier macht. Glas, achso, das hier macht nur Glas, und was macht das hier? Hä? Das ist Glasmelter. Das macht Glas. Was macht das dann? Gut. Was es macht, finden wir raus in der nächsten Folge. Ciao mit V.